Hallo und herzlich willkommen zum neuen Campus Mainz Wohnblog. Ja, ich bin Marvin, ihr kennt mich wahrscheinlich schon aus den vorangegangenen Wohnblogs, aber heute bin ich nicht wie gewohnt in Mainz, sondern in meiner neuen Wohnung hier in Prag. Denn ich habe es im letzten Video schon bereits erzählt, ich befinde mich momentan in meinem Auslandssemester, in meinem Erasmus-Auslandssemester und bin jetzt hier und bin in meiner neuen WG und würde sagen, führe euch jetzt erst einmal ein bisschen durch meine neue Wohnung. Die ganzen Türen hier, also diese, das ist das Bad und das ist eine Toilette hier. Die Tür, das ist mein Zimmer, da gehen wir gleich nochmal rein. Und die Tür hier, das sind alles Zimmer von meinen Mitbewohnern und eine andere befindet sich noch da um die Ecke in der Küche. Das sind alles unsere Zimmer. Wir haben jetzt nicht kein traditionelles Wohnzimmer. Es ist mehr so eine Ecke, wo man sich versammelt irgendwie, aber das reicht eigentlich auch. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in die Küche. So, hier haben wir dann die auch sehr aufgeräumte Küche im Moment. Wie ihr seht, wir haben hier einen riesen Kühlschrank, den ich euch auch in der nächsten Folge wahrscheinlich vorstellen werde. Wir haben hier noch ganz viele alte Flaschen von unseren Vormietern. Noch nicht gewaschene Teller, ganz viele Sachen hier rumstehen und natürlich ganz viele Schränke. Das hier ist übrigens meiner. Da habe ich meine Sachen alle drin. Das ist unsere Küche. Übrigens, da versteckt sich noch ein weiteres Zimmer von meinem Mitbewohner Charles aus Frankreich übrigens. Und ja, von hier aus sieht man nochmal unsere schöne Küche. Übrigens, dieser Fleck dort. Wir wissen nicht so genau, was das ist. Wir vermuten, es soll Schimmel sein. Die Vermieter kümmern sich da hoffentlich mal in den nächsten paar Tagen oder Wochen drum. Man weiß es nicht so genau, denn die sind alle nicht so sonderlich schnell hier. So, ihr habt es gerade eben ja schon von draußen gesehen. Das hier ist unser schickes kleines Badezimmer. Hier bin übrigens ich. Hallo. Das ist unser Badezimmer. Wir haben eine Waschmaschine. Das ist für mich schon mal ein Riesenfortschritt. Wer mit dabei ist gewesen ist, wer den zweiten Wohnblock gesehen hat, der weiß, dass in Kisselberg die Waschmaschinen zum einen was kosten und zum anderen das ein oder andere Mal nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Deswegen bin ich jetzt sehr froh über diese wunderschöne Waschmaschine. Wir haben eine Dusche, da geht die Tür leider nicht so ganz zu. Das ist manchmal etwas doof, wenn da Wasser rauskommt. Wir können da doch nirgendwo den Duschkopf aufhängen, aber gut, hey, ne? Man kann schließlich nicht alles haben. Aber sonst muss ich sagen, es reicht aus. Mehr braucht man gar nicht. Und jetzt auf in unsere kleine Gästetoilette. Ja, und diese Gästetoilette, die befindet sich genau hier. Ja, das ist ein... da ist die Kamera, die andere, die zweite. Hier ist unsere zweite Toilette drin. Das kann dann schon mal ganz praktisch werden, wenn das andere Bad voll ist, weil wir sind 5 Leute, die hier wohnen und dann... Ist nur eine Toilette gar nicht so unpraktisch. Das ist halt die Toilette, was will man mehr, ne? Ja, und jetzt auf in mein Zimmer, denn das ist genau nebenan. Ja, das hier ist der Eingang zu meinem Zimmer. Es ist übrigens riesig groß. Also ich persönlich habe hier zu viel Platz. Die Wände sind so unglaublich hoch. Ich weiß teilweise auch gar nicht, was ich mit dem Platz anfangen soll, denn allein das Zimmer hier ist größer als meine gesamte Wohnung in Kisselberg, denn die war, wenn ich erinnere, 15,5 Quadratmeter groß und das Zimmer hier ist knapp 20 Quadratmeter. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger, wahrscheinlich 18, 17 Quadratmeter und das ist größer als meine Wohnung in Kisselberg und kostet mich sogar weniger, denn die ganze Wohnung hier mit dem Zimmer und mit dem, was ihr gerade eben gesehen habt, kostet mich nur 300 Euro, noch ein bisschen weniger sogar. Das ist in Prag sogar ziemlich, also für Local Verhältnisse sozusagen, ziemlich teuer sogar fast schon. Und das ist also meine Wohnung hier in Prag. Und natürlich wird es weitere Wohnblocks hier geben. Ihr könnt euch also schon mal drauf freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Und ja, wir sehen uns dann schon beim nächsten Mal wieder. Also dann viel Spaß euch in Mainz und wir sehen uns bald wieder. Also dann, tschüss und bis dann.